Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum weiteren Pick-a-Pie von mir heute. Channeln wir die Lyra-Energie. Falls du dich mit Lyra noch nicht auseinandergesetzt hast, schau gerne in mein Sternwesen-Video, das verlinke ich euch. Da erkläre ich ganz viele Sternwesen und schau da gerne mal rein. Du hast jetzt die Wahl zwischen drei verschiedenen Piles. Pile Nummer 1 haben wir ein Rauchquarz. Pile Nummer 2 haben wir einen Fuchsit. Und Pile Nummer 3 haben wir ein Hämatit. Wie immer packe ich euch die Timestamps in die Infobox, gebe euch jetzt noch die Auswahlmeditation und los geht's! Hallo, Pile Nummer 1, ihr habt den Rauchquarz gewählt. Und wir schauen mal, welche Botschaft wir hier haben. Fangen wir einfach mal mit ihr an. Die Rose der Vergänglichkeit. Wir haben also das Thema, dass ihr Angst habt, in gewisser Weise Dinge nicht rechtzeitig zu schaffen, vielleicht nicht euren Lebensplan einzuhalten, Dinge, die ihr wollt, Erfüllung zu finden, vielleicht Liebe zu finden, das könnte so ein Thema sein, oder vergängliche Liebe, dass die Liebe vielleicht verschwindet, nicht wirklich echt ist, nicht haltbar ist. Also auf jeden Fall eine gewisse Angst und Sorge. Aber ihr seid eigentlich recht kraftvolle, verbundene Wesen. Interessant, dass wir das hier auch wieder reinkriegen. Ihr seid kraftvolle, verbundene Wesen mit dem Kosmos. Ihr müsst euch eigentlich gar nicht so Sorgen machen. Ihr habt eigentlich viele Dinge in der Hand, beziehungsweise die Sorgen, die ihr euch macht, sind eigentlich nicht relevant. Also nichts gegen Sorgen machen, ne? Wenn du Sorgen hast im Leben, alles kein Ding. Ist ja auch legitim, sich manchmal Sorgen zu machen. Aber so grundsätzlich fühlt es sich so an, als ob ihr euch mehr Stress macht, als ihr müsstet. Besser kann ich das jetzt irgendwie gerade nicht formulieren. Hier haben wir den Kaiser. Ihr seid starke, selbstbestimmende Wesen. Man könnte fast sagen, die Angst, die ihr habt, vielleicht auch Fear of Missing Out, ne, FOMO, also die Angst haben, etwas zu verpassen, etwas nicht zu erledigen, etwas nicht zu schaffen, kann eben daher kommen, dass ihr vielleicht im Leben beraubt wurdet. Ideen, Dinge, die ihr nicht tun durftet, vielleicht, also muss nicht immer die Eltern sein, die toxisch sind, es kann auch sein, ihr hattet vielleicht nicht so viel Geld oder nicht viele Möglichkeiten oder ihr musstet in einem anderen Land aufwachsen oder ihr musstet euch an eine neue Kultur gewöhnen und dadurch ist viel Zeit verloren gegangen und ihr konntet nicht Dinge so ausleben, wie andere sie vielleicht ausleben können. Und ich kann dir sagen, egal was du, wo deine Angst ist, die brauchst du nicht haben. Du hast Dinge richtig gemacht und es wäre auch teilweise nicht besser gegangen. Also mit dem Wissen, mit dem, was du kannst, mit dem, was du erlebt hast, wäre es nicht besser gegangen. Du sollst aufhören, dich selbst zu quälen. Das kriege ich hier rein. Du bist jemand, der ist auf Herausforderungen vorbereitet. Vielleicht ist das auch eine gewisse Angst. Immer so eine gewisse, ich muss wieder die Augen offen halten. Und ich glaube nicht, dass das komplett unbegründet ist, weil es gibt leider zu viele Menschen, die auch Trauma immer wieder schüren. Also im Sinne von, man kann aus etwas rauskommen, aus einer Beziehung, aus einer Familie, aus einer Freundschaft oder was auch immer. Man hat was Schlimmes erlebt, einen Job. Und man ist vorsichtig, was die Zukunft angeht. Und dann kommen Leute und sagen, ach komm, nur weil du einmal was Schlimmes erlebt hast, heißt ja nicht, die ganze Welt ist schlimm. Und du sagst ja auch nicht, die Welt ist schlimm. Aber Menschen, denen schlimme Dinge passiert sind, die
ziehen diese Blödmänner, sage ich es jetzt einfach mal so, immer wieder an, weil die wissen, oh, da war jemand mein Opfer. Die haben wie ein Gespür dafür. Du hast wie so eine Art Stempel auf der Stirn, die sagt, ich war mal jemand, der in Anführungsstrichen zu naiv war, zu lieb war, zu sehnsüchtig, zu verzeihend. Mit mir könnt das machen. Und da du das weißt oder eigentlich intuitiv spürst, dass du diesen Stempel auf deiner Stirn hast, kämpfst du mehr. Also musst du lernen, dich mehr vorzubereiten, dich mehr durchzusetzen, dich mehr den Herausforderungen zu stellen. Irgendwann, wenn dieser Stempel nicht mehr auf deiner Stirn ist, musst du auch nicht mehr kämpfen. Aber das ist ein Stempel, der geht nicht einfach weg. Also das ist nichts, was du wegoperieren kannst. Das ist etwas, was mit dem Heilungsprozess kommt. Also das heißt, Gefühle fühlen, Wut fühlen, Schmerz fühlen, sehen, dass man ein Opfer von etwas war, sich selbst respektieren, sich selbst Zeit geben, Raum geben, sich Zeit lassen, gut zu sich selbst sein, auf sich aufpassen, Grenzen setzen, wenn dir jemand zu viel ist, sofort die Reißleine ziehen, nicht zu lange irgendwas hinnehmen, nicht zu lange etwas dulden, nicht immer alles entschuldigen, nicht sich für alles immer rechtfertigen. Je mehr du selbst bist, je weniger du Dinge neu in dein System bringen musst, sondern die Dinge in deinem System irgendwann verankert sind und du wirklich du bist. Mit allem drum und dran, mit allen Facetten, mit allen Schatten, mit allem. Und du weißt, wer du bist. Hört das Kämpfen auf, der Stempel löscht sich und die Leute lassen dich in Ruhe, weil sie merken, ah, mit der oder dem kann man es nicht mehr machen. Kein leichtes Opfer mehr. Und wie gesagt, falls es Leute gibt, die sagen, ja, warum bist du überhaupt erst ein Opfer geworden? Teilweise werden wir in Familien geboren und wissen gar nicht, was uns geschieht. Wir gehen in Beziehungen, wo uns was ganz anderes erzählt wird. Wir gehen in Freundschaften, wo uns was ganz anderes erzählt wird. Wir gehen in einen Job, wo wir nicht ahnen konnten, dass das passiert. Es steht nicht auf der Stirn der Menschen und vor allen Dingen, wenn wir nicht erwarten, dass es draußen toxische Menschen gibt, fallen wir leichter auf Fallen rein, als wenn wir damit rechnen, dass es passieren könnte. Wenn du bewusst für etwas bist, siehst du es auch. Wenn du gar nicht weißt, dass es existiert oder es leugnest oder es abstreitet, kannst du es nicht sehen. Ja, du bist auch zu einer Art Richterin geworden. Das heißt, du entscheidest, was darf in deinem Leben sein, was nicht. Könnte sein, dass manche Menschen das als zu hart empfinden. Es gibt da draußen sehr viele Menschen, die sich selbst nicht mit seinem Inneren oder mit seiner inneren Richterin beschäftigt haben. Sie wollen nicht urteilen, sie wollen nicht verurteilen, sie wollen nicht entscheiden, sie wollen nicht unterscheiden. Sie wollen am liebsten, dass alle sich lieb haben und miteinander kuscheln. Wenn du die Realität anguckst, ist nicht so. Viele Menschen würden niemals mit dir kuscheln. Also jetzt energetisch gesprochen. Die würden dir lieber irgendwie den Rücken zukehren oder dir das Leben schwer machen, anstelle dir irgendwie noch Nähe oder Geborgenheit geben zu wollen. Und deswegen ist es wichtig, einen inneren Richter zu haben, der einen schützt. Der einen schützt vor Gefahren, der einen schützt vor Missbrauch, der einen schützt vor Lügen und vor Lug und Betrug. Und deswegen ist es auch wichtig, eine gesunde Richterin in sich zu haben. Heißt nicht, du musst alles verurteilen, weil es gibt da draußen auch viele Annahmen über Menschen, die du nur gehört hast, die du selbst gar nicht erlebt hast, die du nicht aufgrund deiner Erfahrung hast, sondern die du nur gelesen, gehört und gesehen hast. Kann auch legitim sein, wenn du Dinge hörst, aber ich finde es immer wichtig, sich selbst auch ein Bild zu machen und nicht nur nach der Nase und den Worten anderer Menschen zu sprechen, sondern auch wirklich sich selbst aus seiner eigenen Erfahrung auch Dinge, ne, für sich zu verändern und zu entscheiden. Aber du bist halt, das ist es, ein friedfertiges Wesen, was nach Frieden strebt, was nach Geborgenheit strebt. Der fällt es schwer, einen Richter in sich zu haben, weil man denkt, der Richter darf nicht sein, weil ein Richter verurteilt, ein Richter kann vielleicht nicht immer alles einschätzen, ein Richter guckt nur, was da ist, sieht vielleicht nicht alle Seiten, das stimmt nicht. Ein Richter bedeutet, du hast ein gutes Gefühl, wie eine Situation jetzt für dich optimal ist. Das heißt ja nicht, nur weil du, angenommen, du würdest jetzt jemanden verurteilen in deinem Leben, sagst, den will ich nicht mehr haben, fertig. Ja, okay, die Person hat dich nicht mehr im Leben und das ist für die Person vielleicht unangenehm, aber die Person kann trotzdem weiterleben. Sie kann trotzdem ein eigenes Leben aufbauen. Du sperrst sie nicht ein. Sie darf leben, sie darf existieren, sie darf ihre Wünsche und Träume weiterhin verfolgen. Sie hat nur nichts mehr mit dir zu tun und deswegen ist es nicht schlimm. Es ist für die Person vielleicht unangenehm und es passt ihr vielleicht nicht. Es heißt aber trotzdem nicht, dass ihr Leben eine Katastrophe ist. Und das müssen wir lernen, dass wenn wir Dinge verurteilen oder wenn wir Dinge ab von uns wegschieben, wenn wir sagen, wir wollen das nicht mehr, dass es für dich eine Bereicherung ist und dass es eigentlich auch für die andere Person ein Schub ist, wo sie drüber nachdenken kann, wo sie vielleicht Dinge vielleicht auch merkt, vielleicht mochte sie sich gar nicht. Vielleicht merkt sie auch, hey,
Ich muss vielleicht bei mal was ändern. Vielleicht merkt sie auch gar nichts. Kann auch sein, die Person ignoriert das komplett. Es ist letztendlich alles eine Lehrlektion. Sehr oft, wenn ich auch mit der Esoterik mich auseinandergesetzt habe und auch solche Themen, versucht man oft da drum rumzugehen und zu sagen, nein, das ist für dich eine Lehrlektion. Aber keiner will sehen, dass auch du eine Lehrlektion für andere sein kannst. Dass du Karma für andere bist. Dass du manchmal auch die Bestrafung für andere sein musst. Weil wenn man, angenommen, man spricht jetzt von einem Gott, ich bin jetzt nicht so der Gottfreund. Aber angenommen, man würde sagen, da oben sitzt jemand, der sagt, so, jetzt muss jemand eine Lektion lernen. Kann es sein, dass das Universum dich benutzt, um diese Lektion dieser Person beizubringen? Wie soll diese Person sonst was lernen? Irgendeiner muss doch eine Lektion sein. Und manchmal nehmen sie dann Personen wie dich, die eben es nicht so gerne machen, aber die es machen müssen. Das ist vielleicht ein Thema, das dir immer wieder begegnet, dass du etwas vermehren möchtest. Vielleicht möchtest du deine Energie vermehren. Vielleicht möchtest du dich vermehren. Vielleicht ist es ein Thema, dass du möchtest, dass es mehr von dir gibt, mehr Versionen von dir. Vielleicht möchtest du, dass sich deine Kraft und Stärke vermehrt, dass du dich nicht mehr so klein fühlst, dass du dich nicht mehr so unsicher fühlst. Mimi macht einfach mal hier weg damit. Und das ist vielleicht etwas, wie du dich fühlst, als Bürde, vielleicht als Bürde für andere Menschen. Vielleicht deine Themen fühlen sich an wie eine Bürde, die Wünsche, die du hast, fühlen sich vielleicht an wie eine Bürde. Vielleicht möchtest du keine Bürde sein, aber ich darf dir eins sagen. Letztendlich sind wir alle irgendwo, können wir. Nicht wir sind, wir können für Menschen eine Bürde sein. Ich war für meine Mutter eine Bürde. Ich war ein Kind. Aus heutiger Sicht weiß ich, sie war gar nicht der Situation gewachsen, Mutter zu sein. Ich war eine Bürde für sich, für sie. Sie hätte im Grunde genommen eigentlich gar nicht Kinder kriegen sollen, ja, weil sie war total überfordert. Und ich glaube, viele Personen, die Narzissten sind, sind eigentlich nicht fähig, sich um andere Lebewesen zu kümmern, so wie es sein sollte. Und deswegen, da das nicht geprüft wird und das auch nicht auch irgendwas ist, was man checken kann. Und ich wette, selbst wenn man es prüfen könnte, würde dieses System auch wieder missbraucht werden. Und dann würden wieder irgendwelche Leute als Narzissten bezeichnet werden, die gar keine sind, weil die Narzissten, die oft welche sind, komischerweise immer alle unentdeckt bleiben und meistens immer irgendwelche Verteidiger haben. Und deswegen ist es auch da kritisch zu betrachten. Aber ich glaube, dass manche Menschen sich rein theoretisch nicht um andere kümmern können und sollten und dass das vielleicht auch ein Thema ist, dass du sagst, Mensch, du wünschst dir, dass es mehr Menschen von dir gibt, die auf andere aufpassen, die für andere da sind, damit man sich nicht so alleine fühlt, damit man nicht immer so kämpfen muss. Und vielleicht aber auch, wie gesagt, diese Energie in dir, dass sie sich verstärkt, dass so eine verstärktere Kraft da ist, dass du dich nicht immer auch so klein fühlst, Situationen vielleicht ausgesetzt, unterlegen. Ja. Das ist ein Thema bei dir, die Selbstliebe, dich selbst zu lieben in diesem Leben, dich selbst nicht ständig zu kritisieren und dir gegenüber gemein zu sein. Ich weiß, das ist vielleicht nicht einfach, gerade wenn Menschen dich auch als Bürde betrachtet haben oder dir das Gefühl gegeben haben, du bist anstrengend, du bist nervig, du bist schwierig, dann ist Selbstliebe immer ein ganz, ganz großes Thema, was irgendwie sich komisch anfühlt, weil man hat gelernt, man darf sich nicht lieben und auf einmal soll man sich lieben und das fühlt sich merkwürdig an und auch falsch. Aber da sollst du dran arbeiten und genau dem nachgehen. Und das ist es auch. Du hast eine starke Unschuld. Du hast sehr viel Unschuld, was verschiedene Themen angeht. Also lass dir bitte von niemandem einreden, falls dir Menschen was eingeredet haben. Ignoriere das. Du bist in vielerlei Hinsicht unschuldig. Du bist unschuldig, was andere Menschen teilweise fühlen und denken. Nur so als Erfahrung, mir wurde sehr oft Schuld gegeben. Warum was nicht vorwärts geht, warum jetzt Probleme sind, warum es gerade irgendwas ist. Als Kind, ich habe als Kind schon, heute weiß ich, gechannelt. Und ohne dass mir das bestätigt wurde, wurde ich aber um Rat gebeten, familientechnisch. Und musste schon als Kind Weissagungen machen. Heute weiß ich, dass es so war. Früher dachte ich, oh, ein Erwachsener redet mit mir und will meine Meinung wissen. Oh, wie cool. Und wenn ich dann Ratschläge gegeben habe, die demjenigen nicht gepasst haben, weil ich zum Beispiel wollte, dass jemand über sich hinauswächst oder verzeiht oder einen anderen Weg geht oder ne, Dinge vielleicht verarbeitet und derjenige war so, nein, ich mache das trotzdem. Und ich gesagt habe, wenn du es auf diese Art und Weise machst, wird es nicht gut gehen. Und derjenige hat es aber gemacht und kam dann an, hat gesagt, es ist nicht gut geworden, es ist deine Schuld. Und man war so wie, ich habe dir was ganz anderes geraten, du hast was ganz anderes gemacht. Jetzt bin ich schuld, dass es nicht geklappt hat. Und derjenige hat wie unlogisch reagiert. Also der hat gar nicht geguckt, ey, ich habe ja eigentlich was anderes gemacht. Und deswegen hat es nicht geklappt, sondern derjenige war so wie, du hast mit mir geredet, du hast mir irgendwas erzählt, bla 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 bla, du bist schuld. Und ab da war man der Sündenbock. Und ich glaube, du
darfst dieses Thema in Zukunft loslassen. Du bist kein Sündenbock. Du bist im Grunde genommen falsch bezichtigt worden und du darfst dich davon lösen. Ja, mach dich frei. Das ist, was gerade für dich wichtig ist, dich frei zu machen, dich zu lösen, dir das nicht mehr zu erzählen. Und falls dein Verstand dir sowas erzählt, dann nicht mehr drauf zu hören. Und auch das, sieh die Zeichen, wenn jemand so in die Richtung tickt, wenn dir jemand versucht, irgendwas einzureden, wenn jemand dich irgendwie nicht gut behandelt, wenn jemand deinen Wert nicht kennt, sieh die Zeichen, wenn irgendwas in diese Richtung geht und löse dich davon. Weil dein Leben muss kein Kampf sein. Dein Leben ist vielleicht immer ein Kampf gewesen und vielleicht sind auch manche Situationen noch kampfvoll, aber dein Leben muss kein Kampf sein. Ja. Okay, ihr Lieben, dann war das jetzt die Botschaft für euch aus Pi Nummer 1. Falls ihr euch zum weiteren Pi hingezogen fühlt, schaut gerne an. Falls ihr ein Reading buchen wollt, Karten kaufen wollt, einen Kurs buchen wollt oder mir eine Spende zukommen lassen wollt, geht alles über meine Website, genauso über YouTube und PayPal. Und schaut gerne auch bei Bastelrea vorbei. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Hallo, Peil Nummer 2, ihr habt den Fuchsied gewählt und wir schauen mal, welches Thema haben wir bei dir, den Dornröschenschlaf. Also entweder wachst du gerade auf oder du bist noch am Schlafen und das Leben möchte, dass du aufwachst. Aufwachen, um zu kämpfen. Aber vielleicht auch den Bettler zu erkennen. Manchmal schläft man und sieht nicht, dass man bettelt, wo man nicht betteln sollte. Vielleicht bettelst du nach Liebe, Anerkennung, Aufmerksamkeit, Respekt bei Menschen, die dir das niemals geben werden, die gar kein Interesse an dir haben. Und dann ist es wichtig, aufzuwachen und zu kämpfen. Entweder sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun, die auch kämpfen, oder für sich alleine zu kämpfen, sich den Herausforderungen zu stellen, keine Angst davor zu haben. Hauptsache, man schläft nicht mehr einfach und nimmt Dinge einfach nur noch hin. Kann auch sein, dass du andere Menschen aufwachst, dass du jemand bist, der Menschen hilft, ihren Dornröschen Schlaf nicht mehr zu schlafen und sich frei zu machen. Das kann auch sein. Ja, dass du jemand bist, der sagt, ich helfe dir beim Kämpfen, ich helfe dir beim Weiterentwickeln, ich helfe dir beim da rauskommen. Na ja, haben wir den Wagen. Du bist definitiv jemand, der will, dass Dinge sich zum Positiven entwickeln. Der gibt nicht einfach auf, der gibt sich nicht einfach geschlagen. Der nimmt Dinge nicht einfach hin, auch wenn es eine Zeit dauert, auch wenn Dinge ihre Zeit brauchen und nicht sofort alles greifbar ist. Bist du aber jemand, der Elan hat. Ah, jetzt haben wir ja auch noch das jüngste Gericht. Also du bist auch jemand, der geprüft wird vom Leben, immer wieder. Und das ist es, wenn man immer wieder im Leben geprüft wird oder vielleicht auch jetzt gerade geprüft wird, will man manchmal einfach nur schlafen. Man will sich ins Bett legen, schlafen, gucken, was der nächste Tag bringt, dann wieder sich hinlegen und schlafen. Weil man müde ist, man ist kaputt, man hat keine Energie mehr. Das Leben ist zehrend, das Leben ist anstrengend, was soll das alles? Und ich kann dir aber sagen, du bist hier, um zu kämpfen, um dich durchzusetzen, um weitermachen zu können, um Inspiration für andere zu sein, um voranzuschreiten und definitiv nicht aufzugeben und dich auch nicht geschlagen zu geben. Dafür bist du hier nicht hergekommen. Du bist jemand, der will vermitteln, der will einladen, der will führen, der will Gastgeber sein, der möchte Menschen bereichern. Du bist jemand, der hat ein gewisses Gespür auch für die Dinge, ein gewisses Gespür für die Menschen, ein gewisses Gespür für das, was um dich drumherum passiert. Ich glaube, du kannst die Situation gut einschätzen. Auch aufgrund dessen, dass du auch im Leben einiges schon erlebt hast. Aber auch durch deinen Kampfgeist, du setzt dich durch. Wenn du was willst, dann machst du das auch. Und ich weiß, nicht immer ist es leicht, sich durchzusetzen, weil manchmal ist man einfach müde. Ja, aber wenn du es routiniert machst, also der Biber kommt in letzter Zeit auch sehr, sehr oft. Wenn du es routiniert machst, einfach immer weiter. Das ist es. Macht man etwas tagtäglich. Immer und immer und immer wieder. Irgendwann fällt es nicht mehr schwer. Irgendwann kann man es aus dem FF. Als Kind, ich nenne es nur mal, man hat das 1x1 gelernt. Irgendwann konnte ich das 1x1 aus dem FF. Ich habe es einfach gekonnt. Am Anfang dachte ich immer, oh mein Gott, das ist so nervig, das ist so anstrengend. Und irgendwann hat es einfach, ich konnte es, weil ich es routiniert gemacht habe, weil ich nicht aufgegeben habe und dass ich trotzdem die Schwierigkeit, dass da etwas anstrengend ist, überwunden habe.
Das sollst du natürlich auch. Du sollst dich auch schonen. Das heißt, dieser Röschenschlaf ist nicht nur ein Schlaf, dass du aus was aufwachst, sondern dass du auch dich mal hinlegst und auch mal sagst, ich gebe jetzt auf. Also, das ist es. Ich sehe, du sollst grundsätzlich im Leben nicht aufhören zu kämpfen. Du sollst aber bei den Menschen, die dir nicht gut tun, aufhören zu kämpfen und da sollst du dich schonen. Wenn du merkst, du musst immer wieder nachfragen, du musst immer wieder bitten, du musst immer wieder. Es gibt so Freundschaften, wenn du aufhören würdest zu schreiben, derjenige würde dir nicht mehr schreiben. Der würde dich einfach vergessen, weil du gar nicht so wichtig bist und du sehr viel mehr Energie in diese Beziehung steckst als dieser andere Mensch. Und das ist auch wichtig, da aufzuwachen und das zu sehen. Ja, du bist ein kleiner Perfektionist. Ist manchmal auch dem geschuldet, wenn man viel im Leben kämpfen musste oder viel machen muss, will man manchmal auch sagen, ach, andere können es nicht so gut wie ich mach's selber. Manchmal hat man aber gar nicht die Energie und Kraft, immer alles alleine zu machen, dann muss man Dinge abgeben. Und manchmal ist es auch so, dass Dinge nicht perfekt sein können oder dürfen oder müssen und dass die Unperfektion eigentlich das Wunder manchmal ist oder die Bereicherung oder dass aus der Unperfektion das Neue entsteht, was du wirklich brauchst. Manchmal denkt man, oh, ich will das richtig perfekt machen. Und dann verpasst man das Leben oder dann verpasst man den Moment. Dann macht man alles so kompliziert und gibt sich so viel Druck und so viel Stress, dass man eigentlich gar nicht mehr richtig da ist, so als ob man wie verschwindet. Man lebt nur noch in so einer Illusion und es ist wichtig, wieder auf den Boden zu kommen. Ja, vielleicht ist das ja ein Thema, das Thema Reinigung, Reinigung bei dir zu Hause, emotionale Reinigung, dass du Dinge rausschreist, rausweinst, dich dem stellst, vielleicht Dinge auch bei dir zu Hause loswirst. Möbel, Gegenstände, Deko, Schlafsachen, Bettwäsche, Vorhänge, irgendwelche Themen. Vielleicht hast du mit jemandem zusammengelebt, hast immer noch denselben Kram bei dir stehen, merkst aber bestimmte Dinge erinnern dich an die Person. Werd's dir los. Ich weiß, es klingt manchmal blöd, wenn man sagt, ich habe Geld ausgegeben und da, 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 da. Aber lässt dich die Sache traurig sein, lässt dich die Sache wütend werden, werd sie los. Diese Sache ist mit Emotionen verknüpft. Wir können manchmal nicht über diese Emotionen, die verknüpft sind, hinwegschauen und einfach sagen, oh, das ignoriere ich. Wenn dich das jedes Mal aufregt, wenn es dich jedes Mal traurig macht, ändere was. Klar, nicht immer kann man eine Küche, eine Wohnung, irgendwas rausschmeißen. Manchmal kann man was streichen. Manchmal kann man was anders dekorieren, anders einrichten. Man kann Dinge verändern und schon ist der Raum anders. Ich will nur sagen, gib dir selbst Raum, nicht alles so zu lassen, wie es ist, nur weil du denkst, du musst. Ja, das steckt in dir. Eine extreme Urkraft, die so viel mehr kann, als sie eigentlich denkt, dass sie es kann. Du kannst so viel mehr. Und ich glaube, du kannst die auch anzapfen für die ganzen Aufgaben, die in deinem Leben anstehen. Lass dich nicht ärgern. Das ist auch so was. Lass dich nicht ärgern. Auch wenn du immer wieder mit Herausforderungen zu kämpfen hast, lass dich nicht ärgern. Ruh dich aus. Das kriegen wir jetzt doppelt raus. Schon das Bett und ruh dich aus. Also du sollst wirklich auch Ruhe in dein Leben reinkriegen. Vielleicht ist es ja das. Vielleicht ist der Dornröschenschlaf ein Dornröschenschlaf, der auf der einen Ebene ist, dass du wirklich auch mal schläfst, dass du runterkommst, dass du entspannst. Und aber auch der Dornröschenschlaf, dass du sehen sollst, wer dich vielleicht auch so müde und kaputt macht, dass du auch schlafen willst. Weil das ist es auch. Wenn man manchmal sagt, oh, ich bin so müde, bin ich immer so wie, ja, leg dich hin, entspann dich, alles gut. Aber dann, wenn man merkt, es ist immer und immer wieder, find raus, warum bist du immer wieder so müde? Isst du vielleicht Sachen, die dich müde machen? Ernährung kann uns müde machen. Isst du die falschen Sachen? Dein Darm, verträgst du Dinge nicht? Dein Darm kann dich komplett müde machen. Brauchst du bestimmte Nahrungsergänzungsmittel? Vielleicht fehlt dir irgendwas. Vielleicht fehlen dir irgendwelche Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe. Kann sein, dass dein Körper das braucht und deswegen fährt er runter und dein System ist müde. Gibt es eine Person, die vielleicht immer wieder dein Adrenalin hochschießen lässt und du hast zu viel Cholesterol in deinem Körper und du bist vielleicht überbelastet? Das können alles Konsequenzen sein. Stress, Druck, falsche Gespräche, ständig Trauer. Trauer, die man nicht ausleben kann, Wut, die man nicht ausleben kann, das kann sich alles auf den Körper legen und dann schattet das System down und will, dass du schläfst. Und deswegen, ich glaube, es ist eine gute Kombi rauszufinden, wer ist vielleicht ein Bettler in deinem Leben, wo bettelst du, wo sollte man das ändern, wie kannst du wieder Kraft tanken und tanke auch Kraft. Also das heißt, ruh dich auch aus, schone dich, weil manchmal muss man erstmal schlafen für eine Weile und sich ausruhen, bis man dann die Lösung findet. Man kann manchmal nicht parallel alles, weil wenn man keine Kraft hat, kann man auch manchmal keine, hat man manchmal auch keine Kraft für Lösung. Und deswegen lass dich davon nicht beunruhigen, falls dir das jetzt alles zu viel ist und du gerade nicht weißt, was du tun sollst. Ja. Stück für Stück.
Gut, ihr Lieben, das ist jetzt das zu Peil Nummer 2. Falls ihr euch noch zu einer anderen Peil hingezogen fühlt, schaut den gerne an. Falls ihr ein Reading buchen wollt, Karten kaufen wollt, Kurs buchen wollt, Spende mir zukommen lassen wollt, alles auf meiner Website, genauso über YouTube und PayPal geht das auch. Und schaut gerne bei Bastleria vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Hallo, Peil Nummer 3. Ihr habt den Hämatit gewählt und wir schauen mal, welche Botschaft hier für euch durchkommt. Wir haben den fliegenden Teppich. Das ist also ein Thema, was wir jetzt schon mal haben. Entweder seid ihr der fliegende Teppich, das heißt, ihr seid die unterstützende Energie für andere, oder ihr wünschtet euch, ihr hättet einen fliegenden Teppich, der euch immer unterstützt. Es kann sein, dass euch Personen fehlen, die euch eigentlich unterstützen sollten. Vielleicht ist das auch so eine Lehre im Leben, nicht zu wissen, wo man hingehört, anders zu sein, woanders hinzukommen. Gleichgesinnte zu finden, Erfahrung zu teilen, Liebe zu teilen, Freude zu teilen. Es ist interessant, weil ihr habt einen klaren, scharfen Verstand. Ihr habt aber auch ein gutes Gespür für andere und für das Miteinander. Und ihr wollt, dass es anderen gut geht. Ihr habt auf jeden Fall dieses Gefühl, dass andere in eurem Leben auch einen hohen Rang haben. Also fühlt ihr euch mit jemandem verbunden? Habt ihr jemanden gern? Ist jemand euch wichtig? Dann lasst ihr denjenigen das auch spüren. Und ihr kämpft auch. Ihr kämpft für andere, ihr kämpft für euch. Ihr lasst euch nichts gefallen, ihr seid sehr stark. Ja, ihr seid umsorgend. Ihr seid umsorgende Menschen, sei es Freunde, sei es Partnerschaft, sei es eure Mitmenschen. Ihr habt einfach ein Gespür dafür, für andere. Ich glaube, ihr würdet auch geistig kämpfen, ihr würdet diskutieren und ihr würdet jemanden verteidigen und ihr würdet einfach dafür sorgen, dass es jemandem gut geht. Also ihr seid sehr gute Freunde und ihr seid auch Menschen, die ihr letztes Hemd geben würden. Also du bist jemand, den kann man anrufen, wenn irgendwie es brenzlig ist. Natürlich, aber nur bei Menschen, wo du auch weißt, die sind gut für dich. Kann sein, dass du jemand warst, der immer erreichbar war. Ich war früher in meinem Leben auch immer super erreichbar, bis ich festgestellt habe, ich muss für niemanden erreichbar sein, außer es ist eine Person, die mir wichtig ist, ansonsten mache ich das nicht. Und ich glaube, dass du jemand bist, wenn man den in seinem Leben hat, hat man ein unheimliches Geschenk. Und das kann aber auch dazu führen, dass du den ganzen Mist auf deinen Schultern trägst. Und das ist es. Wenn du die falschen Leute hast, passiert das. Mit den richtigen habe ich das Gefühl, ist das nicht so, obwohl man da auch die eine oder andere Last manchmal mitträgt. Aber die richtige Person oder die richtigen Personen wollen gar nicht, dass du die Last alleine trägst. Sie wollen ihr Leben selber fixen. Sie wollen selber, dass Dinge für sie laufen. Und du bist jemand, wenn er die falschen Menschen hat, wird er zum fliegenden Teppich, der dann am Ende den ganzen Kram mit sich rumträgt und dann kein fliegender Teppich mehr sein kann und auf dem Boden festgenagelt ist. Also du bist jemand, der muss genau hingucken, wem er hilft, wo er hilft, wann er hilft, ob er überhaupt hilft, ob er in der Lage ist, ob er vielleicht seine eigenen Dämonen und Kämpfe führen muss und nicht immer Zeit und Kraft für jeden anderen hat. Vielleicht wurdest du auch zu jemandem erzogen, der sich immer um alle kümmern muss, der sich immer verbiegen muss, der immer Verständnis haben muss, der immer erwachsen sein muss und liebevoll sein muss und das kann einen auch belasten, gerade je älter man wird, fühlt man sich immer verpflichtet, weil man nie gelernt hat, für sich zu sein. Aber du darfst. Ja, so ein kleines Frettchen ist definitiv gewieft, eigenwillig, zerbeißt auch mal, wenn es sein muss. Sehr verspieltes Wesen. Und manchmal, wenn man diese Verspieltheit nicht spielen, also wenn man das nicht fühlen kann, liegt es daran, dass man diesen ganzen Mist in sich trägt. Oder diese ganzen Verpflichtungen, diese ganzen Verantwortungen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du dich manchmal auch auf Menschen eingelassen hast, egal auf welche Art und Weise, die dir das Gefühl gegeben haben, ohne dass sie es aussprechen mussten, nur wenn du nützlich bist, bist du mein Freund. Nur wenn du nützlich bist, bist du in meinem Leben. Nur wenn du funktionierst, akzeptiere ich dich. Und dass du dann diese Sachen sozusagen hingenommen hast, akzeptiert hast, dass das jetzt so auf die Art und Weise läuft. Und dass du aber eigentlich unheimlich unglücklich darüber bist. Und dass es etwas ist, was du jetzt für dich wieder zurückgewinnen musst. Wieder deine Verspieltheit. Vielleicht ein bisschen frecher zu sein, kecker zu sein, lebendiger wieder zu sein, dich nicht unterkriegen zu lassen, dich nicht dominieren zu lassen.
Ja, das ist dein Thema. Du bist selbstlos. Könnte man nicht besser formulieren. Du bist selbstlos und das ist eine unheimliche Stärke, aber auch ein unheimlicher Ballast. Weil wenn du selbstlos bist und du weißt nicht, dass du ausgenutzt wirst, weil du vielleicht nicht darüber nachdenkst, weil du das nicht sehen möchtest oder weil du nicht damit rechnest, dann kann das sehr schnell nach hinten losgehen. Deswegen darfst du auch ein Rebell sein. Du darfst sogar ein selbstloser Rebell sein. Jemand, der etwas tut, einfach nur des Gerechtigkeitswillen. Einfach wie jemand, der nichts davon haben muss. Also du könntest sagen, ich rebelliere, weil es jemand anderem nicht gut geht. Ein Teil von dir rebelliert eigentlich auch innerlich. Etwas heilt in dir, aber du musst nichts dafür bekommen. Also du musst nicht dafür irgendwie ausgezahlt werden oder voll die Anerkennung bekommen. Dankeschön wäre schon schön, aber du tust es auch für dich. Deswegen, ich glaube, du bist so jemand, wenn du mitkriegst, in der Familie läuft es sich rund und du sprichst Tacheles, kannst du auch anderen Menschen eine große Hilfe sein und Stütze sein, die vielleicht sich niemals getraut hätten, den Mund aufzumachen. Und dann kannst du ihnen eine Tür öffnen. Ob sie da durchgehen, ist ihre Sache, aber du könntest sozusagen eine Tür automatisch auch für andere öffnen. Weil es gibt so Menschen, die rebellieren nur für sich selbst, weil sie wollen irgendwas haben, sie wollen an Nummer eins sein, sie wollen was geschenkt bekommen, sie wollen irgendwas haben. Denen ist total egal, ob das, was sie tun, auch anderen schadet oder für andere Türe öffnet. Aber du bist so jemand, wenn du was tust, tust du es auch irgendwie immer mit für andere. Du tust es auch für die Unterdrückten, du tust es immer für die Schwachen, du tust es für die Nichtgesehenen, tust es für die, die ungerecht behandelt wurden, du tust es für so viel mehr als nur für dich. Und deswegen bist du so oder so auch selbstlos. Vielleicht ist es auch das, was du wieder zurückbekommen sollst, eine gewisse Euphorie. Ich glaube, du sollst wieder dich über Dinge freuen können im Leben. Du sollst wieder Spaß haben, du sollst wieder Dinge mögen können und sagen können, oh, da habe ich voll Lust drauf, da freue ich mich, das plane ich, das will ich, das mache ich, wieder begeistert sein können. Und vielleicht solltest du manche Dinge, auf die du dich dann auch freust, als Geheimnis wahren. Vielleicht solltest du gar nicht alles erzählen, vielleicht solltest du gar nicht alles mitteilen. Ich könnte mir vorstellen, in deinem Leben haben Menschen manchmal auch Gewalt über dich ausüben können, weil du vielleicht Dinge erzählt hast, weil du dachtest, hey, ich kann denen das anvertrauen, ich kann da vielleicht was erzählen, ich kann ihm meine Geheimnisse, meine inneren Gedanken und derjenige hat dir einen Strick draus gemacht. Und das ist etwas, was dich dann auch irgendwie gehindert hat im Leben. Also hast du irgendwelche Pläne, hast du irgendwelche Dinge, teils bitte nur noch mit Menschen, wo du das Gefühl hast, denen kannst du wirklich vertrauen, ansonsten sag einfach gar nichts. Weil ich habe das Gefühl, für dich jetzt gerade in deiner Umwandlungsphase, weil so fühlt sich das an, musst du Dinge erstmal für dich behalten. Und wenn du sagst, keine Ahnung, angenommen, du würdest sagen, ich will meine Ernährung umstellen, als Beispiel. Erzähl's keinem. Mach erstmal dein Ding. Und falls irgendjemand komisch ist, kannst du einfach sagen, ja, das ist gerade ein Projekt bei mir. Du musst nicht auf alles eingehen. Oder du überlegst, deinen Job zu kündigen oder Dinge zu verändern. Und du merkst, immer wenn du darüber redest, kommt irgendwie ein Gegenwind. Aber es ist doch ein sicherer Job und was willst du denn machen? Und das Risiko und bla bla bla. Und du brauchst keinen, der jetzt irgendwie dir irgendwo reinredet. Du sollst für dich das selber rausfinden. Und ehrlich gesagt, das Leben ist immer ein gewisses Risiko. Das Leben ist immer eine gewisse Unwissenheit. Keiner weiß, was in 20 Jahren ist. Jeder lebt von Tag zu Tag. Selbst wenn jemand sagt, ich fühle mich in meinem Job super sicher, ist er letztendlich doch auch nur einer, der von Tag zu Tag lebt und nicht weiß, ob das Unternehmen in 10 Jahren noch existiert. Und damit will ich keinem Angst machen. Ich will nur sagen, wir sind doch alle in einer gewissen Ungewissheit und leben einfach nur. Also auch, sollte es auch frei sein, sein Leben für sich verändern zu können, selbst wenn es anderen vielleicht nicht passt. Ja, nutze deine Stimme. Ich habe das Gefühl, sprich das aus, was für dich wichtig ist und lass es an den Stellen, wo du nicht mehr möchtest. Aber deswegen dieses für die Schwachen, für die, die ungerecht behandelt wurden, für die inneren Teile in dir, die geheilt werden wollen, nutze deine Stimme. Aber beschütze dich auch. Also das heißt, bewahre deine Geheimnisse, bewahre deine Ideen, bewahre die Dinge, die dir wichtig sind, wo du weißt, das hat jetzt noch nicht Hand und Fuß, das ist vielleicht noch nicht komplett ausgereift, das könnte vielleicht jetzt auch noch schief gehen. Erzähl es einfach nicht. Ja, behalte es für dich. Manchmal ist es auch, weil man selber das Geheimnis manchmal noch in sich tragen muss, damit es dann irgendwie manifestiert werden kann. Weil wenn man es dann schon erzählt hat, ist es dann manchmal so angreifbar, auch von unserem Verstand her, dass wir es dann wieder wegwerfen, weil wir sagen, ah nee, es war vielleicht zu früh oder ich bin dem doch nicht gewachsen oder ich kann es nicht. Und deswegen auch hier sich selbst vielleicht ein bisschen mehr Raum und Zeit zu geben für das, was man möchte. Weil du bist eine Person, die grundsätzlich für andere da ist, aber sie soll lernen, auch für sich da zu sein oder nur für Menschen, die auch wirklich dir
wohlgesonnen sind, die dein kleines inneres Frettchen ausleben lassen wollen, die deine Euphorie unterstützen, die mit dir begeistert sind oder es lieben, wenn du begeistert sind. Also, angenommen, du liebst Blumen über alles und jemand anderes sagt, oh, Blumen sind langweilig, aber wenn du Blumen liebst, dann unterstütze ich dich, dass du Blumen liebst und wenn du welche brauchst, dann bringe ich dir welche mit oder ich überrasche dich und du hast Lieblingsblumen und dann merkst du, oh mein Gott, jemand unterstützt deine Euphorie, der möchte, dass es dir gut geht, der möchte, dass du glücklich bist jeden Tag oder so gut, wie es geht und jemand möchte einfach deine Lebensqualität verbessern. Und das ist etwas, danach sollte man immer suchen und streben. Und natürlich geht das nicht 24/7, wir haben auch mal Probleme, aber es sollte eine Grundenergie sein, mit der du in Kontakt trittst und niemand, der deine Ideen kaputt macht oder dir ein schlechtes Gewissen einredet oder dir permanent immer sagen will, was du alles falsch machst. Genau. Okay, ihr Lieben, das ist jetzt das zu Peil Nummer 3. Falls du dich noch zu einem anderen Peil gezogen fühlst, schau den gerne an. Falls du ein Reading buchen möchtest, Karten kaufen möchtest, einen Kurs buchen möchtest, findest du alles auf meiner Website. Genauso wie wenn du mir eine Spende zukommen lassen möchtest, geht doch über PayPal und YouTube. Und schau gerne bei Bastelria vorbei. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut! Thank you.